Hi, servus zu einem neuen Video. Wir haben wieder einen Kia Prosit GT da aus 2019 mit knapp 30.000 Kilometer. Das Auto hat uns wie immer gefallen, weil wir einfach wissen, dass ihr vielleicht draußen auf der Suche danach seid. Wir wollen euch das Fahrzeug kurz näher bringen in dem Video und einfach ein paar Sachen dazu erklären. Viel Spaß dabei. Ja, wie eingangs schon gesagt habe, das Fahrzeug ist aus 2019, um genauer zu sein, war glaube ich am 3. Januar 2019 war die Erstzulassung. Das Fahrzeug ist aus zweiter Hand. Erste Zulassung war auf Kia direkt als Vorführwagen oder Tageszulassung, besser gesagt. Und dann haben wir noch eine Privatperson. Privatperson allgemein sieht es eigentlich immer daran im Netz, ob Fahrzeuge eben mit Mehrwertsteuer ausgewiesen sind oder nicht. Wenn sie differenzbesteuert sind, dann können sie davon ausgehen, dass er einfach mal durch private Hand ging, oder es ist sicher, dass er durch private Hand ging. Und wenn das Fahrzeug Mehrwertsteuer ausweisbar ist aktuell, dann ist es immer durch eine Firma gegangen, die immer wieder Rechnung stellen konnte und den Mehrwertsteuerausweis damit bestätigen konnte. Ja, ansonsten haben wir hier ein weiß Metallic, wunderbar. Ich würde es jetzt sogar als Perleffekt bezeichnen, aber das dürft ihr gern selber nachschauen. Ich kann es euch jetzt nicht sagen, es ist definitiv weiß Metallic. Erstzulassung, wie gesagt, war der 3. Januar. Services sind bis jetzt Checkheft gepflegt. Der erste Service war in 2020 bei 2000 Kilometern, dann 2021 bei 5700 Kilometern, 2022 bei 12.900 Kilometern, dann 5.23 bei 23.000 Kilometern und jetzt tagesaktuell ohne Probefahrten, Bewegungsfahrten haben wir jetzt 29.827 Kilometer auf dem Fahrzeug drauf. Fahrzeug ist in gutem Zustand, hat aber einen Mangel, den wir aber beseitigen, und bevor wir den Mangel beseitigen, wollen wir das eben auch im Video festhalten. Dafür habe ich dann wieder meine GoPro dabei, wo wir auch Lackstärken messen. Ja, wir haben für das Fahrzeug einiges an, ich sage jetzt mal, an Rechnungen auch dabei von Kia über die Services etc., um das auch wieder gut nachzuvollziehen. Dürft ihr natürlich auch immer unser Fahrzeugannahmeprotokoll mit heranziehen, wenn ihr kommt. Da haben wir wirklich alles gnadenlos hinterlegt, was wir durchschauen. Wie gesagt, bevor die Fahrzeuge dann hier überhaupt stehen zur Präsentation, beziehungsweise um euch die in YouTube zu zeigen, haben die Fahrzeuge schon etwas genauere Vorinspektion bei uns eben bekommen. In dem Fall würde man es jetzt tatsächlich so machen, da das Fahrzeug jetzt nicht mehr aktuell in der Werksgarantie ist, machen wir den Service, der jetzt im Moment völlig ist, wirklich erst vor Auslieferung, um euch hier ein möglichst langes Intervall dann wieder zu geben. Ansonsten kennt ihr das, wir haben hier die originale Bereifung noch drauf von Michelin in 225 40 18 mit den glanzgedrehten Folgen. Da haben wir ein paar Anfahrstellen, die kleinere Anfahrstellen, die zeige ich euch jetzt aber dann noch mit der GoPro, wenn wir die Lackstärken messen. Ansonsten überraschenderweise, und das ist momentan eigentlich Standard bei den Kia Prosit, hier vorne das Rot an der Spoilerlippe fehlt ja immer. In dem Fall war es jetzt noch dran, weil wir haben noch zwei oder drei weitere. Einer, glaube ich, ist schon wieder weg an Kia Prosit, wo das immer fehlt. Also sprich durch Steinschläge, beziehungsweise wenn die ganze rote Farbe hier runtergeht, dann seht ihr eigentlich, dass das gar nicht richtig abgebunden werden sein könnte, wie auch immer. Und ja, hier ist es selten, aber es ist hier wirklich noch unbeschädigt. Ansonsten haben wir hier im Frontbereich natürlich die Voll-LED-Scheinwerfer. Wir haben auch ziemlich viele Assistenten in dem Fahrzeug drin. Wir haben einen Spurhalteassistenten, wir haben einen Tote-Winkel-Assistenten und wir haben einen Abstandstempomat bei dem Auto. Das, wo ich immer wichtig finde. Selbstverständlich, weil wir jetzt natürlich, wenn du keinen da hast, dann kriegst du Anfragen für Schaltgetriebe. Nein, wir haben aktuell keinen Schaltgetriebe da, bekommen auch keine Schaltgetriebe, weil die Nachfrage eigentlich wenig ist. Hast du Automatik da, dann wird Schaltgetriebe nachgefragt. Das ist leider so. Aber falls der Kunde, der uns über YouTube
vor ein oder zwei Wochen angerufen hat und unbedingt Schaltgetriebe wollte. Es tut uns leid, da können wir aktuell nicht dienen und wird auch immer schwieriger, weil einfach die Nachfrage dann dazu nicht da ist. Weil dann hast du das Fahrzeug stehen und dann passt dem Kunden die Farbe oder der Kilometerstand nicht oder der Zustand oder wie auch immer und dann bleibt er uns. Deswegen die nächsten Fahrzeuge, die kommen, es ist noch ein weißer und es ist noch ein schwarzer, die sind alle mit Direktschaltgetriebe ausgestattet. Ja, ansonsten würde ich sagen, glaube ich, habe jetzt nichts vergessen. Das Fahrzeug ist achtfach bereift. Die Reifen müssen wir mal schauen, aber vielleicht können wir es kurz einblenden mit. Die Reifen sind natürlich auch mit dabei im Lieferumfang und ja. Ansonsten versuchen wir jetzt mal die GoPro zu aktivieren. Schalten unser Lackmessgerät ein. Wer heute das erste Mal dabei ist, wir können keine Lackstellen messen an Kunststoffteilen beziehungsweise ja, an Stoßfänger, teilweise eben dann an Spoilern und so weiter, bloß für euch am Rande. Ja, jetzt fangen wir mal mit der GoPro an und beginnen mal kurz auch mit den Gebrauchsspuren. Ich gehe jetzt kurz mal rum, da habt ihr eben hier kleine Anfahrschäden an der Folge vorne rechts und hinten rechts. Hier ist eine kleine Beschädigung, ich hoffe, man kann es erkennen. Sind keine wilden Sachen, aber für euch, das haben wir auch in Mobility hinterlegt, die vier Folgen, um das nochmal in Mobility bzw. Autoscout genauer anschauen zu können. Hier haben wir keine Beschädigung, hinten links und vorne links dürfte eigentlich auch nichts gewesen sein. So, jetzt zeige ich euch die nächste Beschädigung, die kam vielleicht eventuell durchs Garagentor. Wir haben elektrische Heckklappe, die ging wahrscheinlich auf und dann ging es hier hinten eben schon. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das wollten wir euch eben hier mitnehmen. Das Fahrzeug wurde uns unfallfrei verkauft und wird auch wieder weiter unfallfrei weiterverkauft. Aber wie gesagt, diese Nachlackierung nehmen wir jetzt noch vor. Wenn das Video jetzt eben dann im Kasten ist, geht das Fahrzeug zum Lackierer und wird eben dann lackiert. Ja, ansonsten, seht ihr schon, ist das Fahrzeug wirklich in einem guten Zustand. Jetzt mache ich bloß mal ganz kurz auf. Da hinten seht ihr dann auch noch die Kamera. Wir haben Einparkhilfe vorne und hinten, eben mit Kamera und dann eben durch diese Sensoren eben dann auch noch automatisches Einparken. Dann haben wir das Ladesystem für hinten und die ganzen Fächer. Aber wenn ihr euch für das Fahrzeug interessiert, dann wisst ihr das auch, dass das Serie ist. Ja, machen wir mal wieder zu. Ich würde sagen, dann beginnen wir mal mit der Lackstärkenmessung. Wir beginnen vorne rechts. Da haben wir 123. Und dann haben wir 128, Türe hinten rechts haben wir 132, dann Seitenteil hinten rechts haben wir 117, machen wir das Dach kurz, da haben wir 103, Heckklappe, da haben wir Kunststoff, Entschuldigung, dann haben wir 110 an der Heckklappe, dann Seitenteil hinten links haben wir 123, Tür hinten links haben wir 131, 128, 111 und zu guter Letzt die 140. Ja, als nächstes schauen wir uns kurz den Innenraum miteinander an. Als Besonderheit für das Fahrzeug ist auf jeden Fall zu nennen, dass wir das JBL Soundsystem haben. Dann, wie ich schon weiter gesagt habe, die elektrische Heckklappe. Die Teilledersitze, ich hoffe, man kann es ein bisschen einfangen jetzt. Aber die sind bekannt. Zusätzlich haben wir hier hinten eben dann noch eine zweistufige Sitzheizung für hinten links und hinten rechts. Was auch eher selten ist bei den Fahrzeugen. Dann haben wir elektrische Sitze. Dann haben wir die Assistenten hier. Wir haben einen Fernlichtassistenten noch zusätzlich mit, da können wir uns vielleicht kurz mal reinsetzen. Wir können das Fahrzeug auch gerne kurz mal starten. Habt ihr es gesehen? Da haben wir 29.827 Kilometer. Er zeigt jetzt eben Service erforderlich seit 26 Tagen an. Aber wie ich schon erwähnt habe, machen wir das dann wirklich erst,
wenn das Fahrzeug an euch veräußert ist. Ansonsten, glaube ich, muss ich nicht viel erklären. Wir haben eine Lenkradheizung, Sitzheizung links und rechts, Frontscheibenheizung haben wir. Also ein relativ gutes Paket haben die Fahrzeuge von Haus auf, eben auch mit schwarzem Dachhimmel und eben dann den Teilliedersitzen mit Alcantara. Ja, ich denke, das Fahrzeug ist interessant, wenn ihr eben genauso ein Fahrzeug sucht. Und deswegen machen wir die Videos auch. Wenn ihr Interesse habt, dann ruft uns einfach an unter der 09602 61 85 3x6. Schreibt uns auch gerne ein WhatsApp an die 01795 594527 oder auch per Mail. Aber glaubt mir's, WhatsApp oder Telefonat ist immer effektiver. Die E-Mail-Adresse wäre die service@kfz-bauernfeind.de. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen hoch und dann seid vielleicht auch bei einem der nächsten Videos oder GTs dann wieder mit dabei. Macht es gut, bis dahin. Ciao.